Baddhahasta Vajrasana, der Fersensitz mit gefalteten Händen, ist die Bezeichnung für drei verschiedene Asanas. Zum einen der Fersensitz als Meditationshaltung. Setze dich auf die Fersen oder zwischen die Fersen und falte die Hände in deinem Schoß. Für viele Menschen ist das eine schöne Haltung für die Meditation oder auch für Kapalabhati und andere Pranayamas. Zweitens, gefaltete Hände hinter dem Gesäß mit leichter Rückbeuge. Du faltest die Hände hinter deinem Rücken, gibst vielleicht sogar die Hände bis zum Boden. Du wölbst den Brustkorb nach vorne, gibst den Kopf nach hinten. Das öffnet dich im Herzen und verbindet dich mit der Kraft des Himmels. Drittens, verneigende Baddhahasta Vajrasana. Beuge dich nach vorne, Stirn zum Boden, halte die Hände gefaltet und hebe die Hände hoch zum Himmel. Verneige dich so zur Erde und verneige dich vor dem Göttlichen und vor allen Wesen.